Willkommen zurück. Wir sind jetzt in der dunklen Oase und begeben uns weiter Richtung Bosskampf, Richtung Tempelbosskampf. Noch Punkte, sagt es mir. Hier haben wir noch was, oder? Was habe ich gerade getan? Keine Ahnung. Einfach Punkte reingewürfelt anscheinend. Nichts. Nichts und wieder nichts. Weiter, weiter, weiter. Kehre zum Tempo zurück. Gib mir den Bosskampf. Yeah. Hopp, hier sind kleine Dinger noch. Ich angekotzt. Meine letzte Haut. Fangzähne. Nicht scharf genug. Die Shotgun hätte ich anscheinend auch verkaufen können. Möp, möp. Wir brauchen den RPG dann. Pistol, SMG, alles violett. Goldene Sachen nehme ich gar nicht. Wo ist der Weg hinauf? Noch schneller. Gehen wir mal hier entlang. Ja, das bin ich. Gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. So, hier sind wir richtig. Du kommst spät. Aber wenigstens hatte ich Zeit, meine Tränke zu nehmen und meine Klingen zu ölen. Jetzt gehen wir aufs Dach, wo das Spaltungsritual durchgeführt wurde. Es ist Geralt. Es ist ein Witcher. Bist du bereit, dem größten Monstertöter aller Zeiten bei der Arbeit zuzusehen? Also mir. Platzier den Zweizack auf dem Podest und mach dich bereit. Hat er die Witcher-Augen? Ein bisschen, oder? Kann schon sein. Er stirbt wahrscheinlich One-Shot. Hör mich an, böse Salissa! Ich bin es, der unbesiegte Monstertöter Geralt von Trevial! Präge dir meinen Namen gut ein, denn er wird das Letzte sein, das du hören wirst. Ich bin bereit, der Welt zu beweisen, dass selbst eine Göttin bluten kann! Wow, du bist wirklich so dumm, wie wir gehofft hatten. Stirb, du Narr! Ich bin dein Untergang. Ich bin dein Ende. Und wenn du tot bist, werden... Ich hab Big Boy verfeilt. Ich habe deine Werte genommen. Wo ist meine Eiswaffe? Hier. Eisblitz meine ich. Blitzwaffen brauchen wir. Das ist sicher ein harter Bosskampf auf der ersten Stufe. Nein, Pilzgefährte. Wo ist sie? Verdammt. Uff. Damn. Das ist echt ein harter Bosskampf hier. Oh, der spawnt mir gern. Danke, danke. Vielleicht sollte ich das mal nicht mit meinem Big Boy verfehlen. Oh boy, ich habe gar kein Scharfschützengewehr mehr mit. Ich weiß gar nicht, ob mir das hier was bringt. Okay, okay.
laden wir den Big Boy auf. Und dann machen wir uns bereit. Ja, ich sehe dich, Pfeil nach oben. Töte Sully, so. Fangen wir von vorne an. Da mit Garrett von Rivia. Nice. Verdammt, macht das Schaden. Mein kleiner Leckerbissen. Unsere Schwester beginnt die Windungen von neu. Nice. Ich glaube, das Pilzgefährte. Okay. Leichte Dinger zerstören. Letztens hat sie was gespawnt. Ah, sie ist schon befreit. Eigen. Wow, das macht so viel Schaden. Das Leben am Boden. Ich bin ja ein Mist drin. Nachdem die böse Dutzend abermals durch eure mächtige Hand zerschmettert wird, fällt ihr zwei zack scheppernd zu Boden. Na los, er gehört jetzt euch. Hatte er nicht gesagt, er wäre verflucht? Ja, jetzt ist es euer Fluch. Oh, na toll. Oh. Müssen wir jetzt echt mit diesem verfluchten Zweizack rumlaufen? Das gefällt mir nicht. Nein, ihr könnt ihn auch einfach verkaufen. Zumindest falls euch nichts daran liegt, Salissa davon abzuhalten, ihre bösen Mächte wieder zu erlangen und die Welt zu ertränken. Nein, nicht wirklich. Oh, dann tut euch keinen Zwang an. Und jetzt steigt hinab in den ewigen Quell des Wohlseins, / Thronsaal, um bejubelt zu werden. Oh. Wirklich? Huldigen wir dem Helden der Sonnenzahn-Oase! Ja! 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 Danke, dass du uns von Salissas verderbendem Einfluss befreit hast. Viele unserer Schwestern sind immer noch von unbändigem Zorn ergriffen. Aber dank dir wurde einigen dieses Schicksal erspart. Zu mir, Schwester! Ja, wer sagt das? Da ist noch ein roter Punkt unter mir. Gardasina braucht Zutaten für den Lieblingstrank. Da ist so eine gewundene in der Sonnenzahnoase, die versucht, einen ganz besonderen Trank zu brauen, aber sie braucht Hilfe beim Besorgen der Zutaten. Lass das Mädel nicht hängen. Helf dir! Oh, danke für die Teleportation. Du mit dem komischen Gesicht. Trinken wir was zusammen? Nein, danke. Vor dir befindet sich ein unvollendeter Liebestrank. Nein, danke. Du wirst mir helfen, ihn fertigzustellen. Finde zuerst Krabbenbeine. Besuch Loretta. Sie sollte welche haben. Loretta ist eine Krabbenhändlerin. Und total in mich verliebt. Unerwidert, sehr traurig. Sprich sie nicht drauf an. Es schmerzt sie zu sehr. Nichts ist mehr. Alles ist okidok. Knacken sind echt fortschrittlich, aber bedenkt, dass wir als ein Kurzmann gesagt sind. Ab. Ihr seht die Krabben beide vor euch. Sie... Natürlich klaue ich sie. Oder wir könnten einfach, du weißt schon, sie kaufen. Dieb! Dieb! Ich werde ausgeraubt! Hilfe! Diebstahl wird nicht toleriert! Gorda! Loretta ist gestorben? Das ist betrüblich. Sie war hübsch. Ich bin traurig. Aber ich weine später. Nächste Zutat. Ich brauche Heuläpfel. Was ist denn bitte ein Heulapfel, Tina? Stell dich nicht dumm, Fred Edit. Das weißt du. Es sind Äpfel, die nach Hass schmecken.
Und wenn man sie schneidet, fallen sie in Ringen auseinander, die dich an die Babes erinnern, denen du Unrecht getan hast. Und dann weinst du, oh, du weinst so und kannst nicht mehr aufhören. Zwiebeln. Du meinst Zwiebeln? Zwiebeln. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Es klingt aber nach... Ruhe auf den billigen Plätzen! Ich habe das Gefühl, du willst mich belehren. Und das mag Mama nicht. Dann also Heuläpfel. Nein, das sind Zwiebeln. Es gibt einen Trick beim Pflücken von Heuläpfeln. Man muss die oberste Erdschicht durchwühlen. Dann schießen sie praktisch hervor. Oh, Gott, damit Bodenschmetterer. Benutze nicht deinen Kopf, sondern... Ups. Offenbar sind die Zyklopen nicht so glücklich darüber, dass du ihre Ernte stiehlst. Ja, was werden sie machen? Angreifen und töten? Hab ich bekommen! Okay, wo ist der nächste Zwiebel? Neben. Setz. Da ist der nächste. Zwiebel. Hier. Nice. Ich brauche noch Glotzknollen für den Liebestrank. Wie bitte? Glotzknollen? Wovon redest du? Sie sind braun, enthalten Stärke. Man kann sie zerstampfen, buttern und in den Mund stecken. Sind super lecker. Du meinst Kartoffeln. Okay. Glotzknollen. Verstanden. Ja, was muss ich mit denen machen? Bodenschmetterer wieder. Ja, das ist doch eine Kartoffel. Muss ich da gar nicht vom Vasonen runterspringen für die? Mach die nie. Da muss ich nur ein bisschen High Ground haben. Oh, Blume. Hast du das Zeug? Hervorragend. Was kommt als nächstes? Zeit für die Liebe. Okay. Kartoffeln, Äpfel und Krabbenbeine. Was soll das werden eigentlich? Füge nun die Zutaten hinzu. Ananas fehlt noch. Jetzt muss der Trank, wie die Liebe, erhitzt werden. Vivan, wir müssen unsere Herzen vor falscher Liebe schützen. Und du musst diesen Trank vor Drachlingen beschützen. Ja, ich benutze jetzt Metaphern. Mama wächst als Erzählerin. Warum nennst du dich Mama Lisa Simpson? Derwisch. Falls du tot. Der Trank ist fertig. Komm her und probier ihn. Warum ich? Du bist mir in die Falle gegangen. Jetzt bist du in mich verliebt. Nein, bin ich nicht. Jeder wie er mag, denke ich. Es war nicht wirklich ein Liebestrank, oder? Nur ein leckerer Eintopf? Oh,
du armes, einfach gestricktes, dummes, dummes Babyhirn, Valentine. Der Weg zum Herzen einer Person geht immer durch den Magen. Deshalb packe ich ständig Kuchen in Moxys Briefkasten. Oh ja. Ich muss sagen, zwischen Moxie und mir wird es langsam richtig ernst. Was? Moxie ist erwachsen und du bist ein Kind. Glaube ich halt. Bin mir ziemlich sicher, du bist ein Kind. Oh, das. War das die ganze Mission jetzt? War das die ganze Mission? Ha, wirklich? Haben wir die ganze Map auch schon erkundet? Links drüben. Gibt es noch was zum Erkunden? Vielleicht ein Obelisk? Definitiv Drachen. Und Haie. Drachen und Haie. Gut, so Drachen und Haie. Okay. Das reicht. Was haben wir hier? Obelisk, oder? Dieser Obelisk wird einen riesigen eidolonischen Auklopen aus einer ewigen Ära heraufbeschwören. Ich dachte, du sagst Ehe. Auch okay. Dort, das weiche Ding. So, welches Ding? Alles schmeckt so von einem Wahnsinn. Ich schmecke Angst in der Luft. Das Golden ist getroppt worden. Goldene Loot. Gib mir Kraft! Wo geht deine goldene Loot? Oh damn, he's behind me. Wir haben zweimal goldenen Loot bekommen, Jungs und Mädels. Weg mit den normalen Sachen. Seerblätter der Seligkeit. 401, also wahrscheinlich für den Dreck. Was ist das schon wieder? Gib mir mal gute goldene Loot, verdammt. Oh boy. Wenn das kein Beuteglück, Armband, Kette ist, dann ist es auch für nichts. Ich hab doch was mit Beuteglück. Ich will nur Beuteglück. Ich krieg goldene Sachen, aber nichts, was ich haben will anscheinend. Yep. Da haben wir schon zwei. Das ist das alte, das ist das neue. Oh Gott, das interessiert mich beides nicht. Verdammt! Das ist goldene Loot, aber nicht die Loot, die ich haben will. Ja, das ist eine Falle. Ich bin reingetappt. Okay. Nehmen wir mal mit, was wir haben. Jetzt bin ich hier fertig in dieser Map. Wie viel Platz haben wir noch? Ein bisschen was noch. Führte raus aus den Fallen. Oh, kann ich raus teleportieren? Mal schauen, oder? Gehen wir gleich mal in die nächste Karte reinschauen, was dort gibt. Und hier kann ich her, glaube ich. Hier. Das war ein komisches Geräusch. Endmap.
den goldenen Zauber, den ich jetzt bekommen habe. Wir brauchen mehr Schlangen, meine Liebe. Hat nicht so gut gewirkt. Yep, it's your death. Das ist, was kalt schmeckt. Und vielleicht Calcium. Nee, der gibt nicht Sinn. Dann sind Gegner da. Aber ich will nur durchlaufen jetzt. Da gehen wir hin. Direkt in die Endmap hinein. Es ist Zeit, uns den Drachenlord zu widmen. Wo zu knöpfen? Wo knöpft ihr das her? Ja. Oh, mal schauen, was er drauf hat. Dann ist der Drachenlord. Erinnert mich noch an Outriders Map jetzt schon. Vom Aufbau her und Ausschauen. So Remnant from the Ashes hat auch so ähnliche Maps gehabt. Die Wüstengebäude. Stein. Und Salz natürlich. Schon bald wird sämtliche Seelenenergie mir gehören. Dir ist klar, was das ist, oder? Die Seelenenergie ist selbst ein Wunder. Jeder Berg, jeder Ozean, jeder stinkende kleine Kobold. Alles wird von der Vorstellungskraft einer tyrannischen Teenagerin zusammengehalten. Und wenn sie ganze Welten erschaffen kann, dann kann sie sie auch vernichten. Ich werde dieses Irrenhaus von Gefängnis, diese Wonderlands übernehmen und ich werde uns alle aus ihrer Kontrolle befreien. Der Hastard sagte, dass die Schreckenspyramide von einer Stadt der Toten umgeben sei. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Ja, aber in der nächsten Episode. Peace out.